Ich heiße Dieter und habe Schlimmes durchgemacht. Und alles nur, weil ich so auf die Frauen ausgelacht. So habe ich von einer guten Fee die Quittung dafür bekommen. Denn die Fee war halt eine Frau, die habe ich auch nicht ernst genommen. Die Fee wurde sehr zornig, zog den Zauberstab geschwind. Ich werde dich jetzt verwandeln und du wirst weinen wie ein Kind. Ich weiß noch, wie ich lachte, dann hielt sie mir den Spiegel hin. Ich war obenrum ein Dieter und untenrum eine Dieterin. Obenrum ein Dieter und untenrum eine Dieterin. Sie sagte, Dieter, damit du lernst, wurdest du verflucht. Und um den Fluch zu brechen, führst du Regeltagebuch. Drei Zyklen sollten reichen, damit du merkst, wie es ist als Frau. Und dann kommst du zurück, erzählst, wie es war, du kleine Sau. So ließ sie mich zurück, ich wusste nicht, wie mir geschieht. Denn ich kannte keine Welt und auch kein Leben ohne Glied. Ich konnte Dinge fühlen, die mich vorher nicht geplagt. Ich schwör, hätt ich gekonnt, hätt ich die Beben dafür verklagt. Es war, als hätte die Fee ein Messer in meinen Unterleib gesteckt. Nur da war kein Messer und die Fee, die war ja weg. Mir fehlte eigentlich gar nichts, doch trotzdem war da Blut. Es lief mir die Schenkel runter und mich verließ der Mut. Liebe Männer, das war jetzt die nächste Stelle. Jetzt musste ich mich beeilen, rannte schnell zum Laden hin. Ich sagte zu mir, Dieter, stopf das Maul der Dieterin! Mit ein paar von diesen Tampons sollte Ruhe da unten sein. Ich steckte also drei davon tief in mich hinein. Und am nächsten Morgen fühlte ich mich ziemlich wund. Die Tampons machten, dass es brannte untenrum. Es blutet immer weiter, wusste weder aus noch einer da. Wie lang und doll kann eigentlich so eine Regelblutung sein? War das Mundtrompeten-Solo zur Auflockerung zwischendurch. Ne? Wir haben jetzt ein Viertel geschafft. Der einen Woche Blut folgten Tage voller Lust. Ich konnte es mir nicht erklären, ich hatte üblen Männerdurst. Ich war wie fremdgesteuert, tanzte vor den Männern rum. Doch ich war obenrum ein Dieter und Dieterin nur untenrum. Obenrum ein Dieter und Dieterin nur untenrum. War alles so verstörend, doch das ging auch schnell vorbei. Fühlte mich relativ normal und sehr stabil in Woche 3. So ein Zyklus ist doch einfach, richtig schön erschien es mir. Ich ahnte nicht, was auf mich wartete in Woche 4. Denn der schlimmste Teil des Buchs, der heißt PMS, ich war emotional und hatte keine Lust auf Sex. Fühlte mich 10 Kilo schwerer, meine Brüste taten weh. Ich hatte solches Leid und solche Schmerzen nie erlebt. Ich hatte solche Schmerzen, solches Leid noch nie erlebt. Sind gleich drei davon. Ich hatte alles einmal durch und dann ging's wieder los von vorn. Eine Woche Blut, ein paar Tage geil. Eine Woche geht's dir gut und dann kommt eine Woche Leid. Eine Woche Blut, ein paar Tage geil. Eine Woche geht's dir gut und dann kommt eine Woche Leid. Liebe gute Fee, nimm den Fluch jetzt bitte weg. Ich soll ab heute der Frau meinen größten Respekt. Wie schaffen die das nur, damit zur Arbeit zu gehen? Und was ist in diesen Tampons eigentlich so drin? Gute Fee, gute Fee. Gute Fee, gute Fee, tu mir bitte nicht mehr weh. So kam die gute Fee und hielt den Zauberstab hoch. Sie sah, wie ich auf allen Vieren voller Demut vor ihr kroch. Ich schob das Regeltagebuch vor ihre Füße hin.
dahin. Sie schwang den Zauberstab und ich war unten nicht mehr Dienerin. Bin nun überall ein Dieter mit nem Herz für Dieterin. Danke sehr.